Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Gabe und Show Talk und herzlich willkommen zu Click to Dance 2.0. Ich warte ein kleines bisschen ab, bis ein paar Leute da sind und erzähle so lange schon mal ein bisschen was. Wir befinden uns in der zweiten Runde von Click to Dance, unserer Gemeinschaftsaktion mit unserem Partner DanceFit zusammen. Ich wollte gerade sagen, mit unserem Partner Click to Dance, also Click to Dance 2.0 mit unserem Partner DanceFit. Wir sind mittlerweile beim entweder 17. oder 18. Garde und Show Talk angekommen. Jetzt in der Runde ist es der zweite. Genau, und wir haben uns die Katharina Schreiner eingeladen, endlich mal wieder eine DVG-Tänzerin. Und zwar kann ich euch über Katharina vorab schon erzählen, dass wir uns seit 2016 kennen. Katharina ist nämlich auf der Ausgabe 4 drauf gewesen. Das ist also wirklich schon ein paar Jährchen her. Da hängt sie, die da. Und zwar war das eine ganz besondere Ausgabe. Da hat sie nämlich das Fotoshooting und das Treffen zusammen gehabt mit allen vier deutschen Meisterinnen aus allen vier Verbänden. Das hatte es bis dato noch nie gegeben und hat es, glaube ich, bis jetzt so auch noch nicht wieder gegeben. Das war eine richtig coole Erfahrung. Vielleicht ja, willst du darüber auch noch mal ein bisschen was erzählen. Katharina ist deutsche Meisterin und Europameisterin im DVG. Sie tanzt beim TSC Schwarz-Gold Frankfurt in verschiedenen Disziplinen als Solo, ist da auch schon sehr erfolgreich gewesen, deutsche Meisterin gewesen, Polka und Marsch und Charakter. Mal gucken, ob das immer noch so ist, aber das ist mein letzter Stand auf jeden Fall. Random Fact, sie hat einen Tag nach mir Geburtstag und ja, genau, da würde ich sagen, schaue ich mal, ob sie da ist und würde sie einfach mal dazu holen. Hallo. Hi. Ich habe mein Handy nicht dazu gemacht, fällt mir gerade auf. Sieht gerade vibriert. Warte mal, das muss ich mal noch kurz machen. So, jetzt. Hi, na? Hi. Alles gut? Ja. Schön, schön. Wo bist du? Zu Hause bei dir? Ich bin zu Hause, ja. Alles klar, sehr gut. Ja, erzähl doch mal. Wir kennen uns seit 2016, habe ich gerade erzählt. Das schon eine Weile her. Wie siehst du denn die Treffen vor 4 Jahren? Wie blickst du darauf zurück mit allen vier deutschen Meisterinnen? Also ich fand es mega cool. Wir waren ja alle aus unterschiedlichen Verbänden, dementsprechend auch mit unterschiedlichen Tanzrichtungen, unterschiedlichen Kostümen. Ich fand es sehr spannend. Wir haben uns ja auch super viel unterhalten zwischendrin, zwischen dem Fotoshooting und so. Ja, also ich finde sowas cool auch generell, dass ihr die ganzen Verbände halt zusammenbringt, ne? So Ja. auch in der Ausgabe, finde ich. Ja. Ja. Also ich kann mich auch an das Treffen wirklich noch richtig gut erinnern und ich weiß, dass alle Beteiligten super aufgeregt waren, weil man natürlich auch nicht so richtig wusste, oh, wie reagieren die jetzt auf mich und überhaupt verstehen die sich alle so untereinander. Aber diese Aufregung hat sich innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten aufgelöst und dann war mehr ein ganz reger Austausch und es haben, glaube ich, alle auch Spaß gehabt, ja. Ja, auf jeden Fall. Witzigerweise habe ich einige Fragen vorab schon bekommen für dich und am meisten wurde gefragt, wie du denn eigentlich so zu den anderen Verbänden stehst und wie du die so findest und du dir vielleicht vorstellen könntest, in einem anderen Verband zu tanzen. Also so ganz genau, was wo passiert, weiß ich tatsächlich immer noch nicht. Was ich ziemlich cool finde beim BDK und ich glaube in irgendeinem anderen Verband ist das auch noch so mit den freien Rädern, freien Bogengängen und so, das ist ja bei uns verboten. Hätte ich glaube ich schon Spaß dran, wobei ich glaube, dass ich dafür nicht elegant genug bin. Also so für die Tanzart so im BDK oder so. Ja, also da bin ich ganz froh, dass ich schon mehr so ein bisschen Richtung sportliches Tanzen gehen kann und nicht so in diese elegante Richtung. Aber an sich denke ich, dass jeder Verband Vor- und Nachteile hat oder mit sich bringt. Ja. Jeden Fall. Ja, du hast es gesagt, im BDK ist so dieses Elegante, wenn du das so sagst, das stimmt. Im DVG
ist das kaum, dass man irgendwie so ballettige Mädels da rumtanzen sieht, sondern die Solos im DVG, das sind richtige Kraftpakete, habe ich immer den Eindruck. Ja, also Wirklich Spaß an. ich finde, das kommt drauf an. Also es gibt durchaus bei uns auch elegantere Tänzer oder sportlichere Tänzer, sage ich mal. Aber wir dürfen ja viele Elemente auch gar nicht machen. So, also so über die Bühne drehen, ohne hüpfen oder so, ist ja bei uns gar nicht erlaubt, wenn wir es mehrmals hintereinander machen oder so. Ich glaube, das kommt auch daher, also einfach durch unser Regelwerk, dass das nicht gar nicht so erlaubt ist, wie die das machen. Die haben ja auch oft ganz ruhige Musiken am Anfang, so intromäßig. Wenn das bei uns dann zu lang ist oder so, gibt es ja auch meistens schon einen Abzug oder eine Verwarnung oder eine Empfehlung für eine andere Musik, wie auch immer. Genau, ich glaube, dass bei uns das einfach generell vom Regelwerk halt her ein bisschen anders ist. Und deswegen bin ich so krass in die elegante Richtung gehen. Ja, es ist einfach eine komplett andere Tanzrichtung, die sich da entwickelt hat, obwohl das ja eigentlich Ja. beide Garde-Tanzen. Ja. Ihr könnt natürlich auch live fleißig wieder Fragen stellen, wollte ich mal noch kurz erzählen. Aber ansonsten handle ich mich auch gerne durch die Fragen, die ich vorab bekommen habe. Da ist einiges dabei. Die Jessie hat zum Beispiel gefragt, wie vereinst du dein Hobby mit deinem restlichen Leben? Also ich sag mal, man muss viel Zeit aufbringen. Ich war ja auch eine Zeit lang noch Jugendtrainer dazu, zu meinen ganzen Tänzen, die ich noch getanzt habe. Ist auf jeden Fall schwierig. Ich denke, wenn man aber den Willen hat, halt sein Hobby weiterhin auszuüben oder auch für so einen Verein da zu sein und so, ist ja auch so eine Art Familie, da halt mitzuwirken, nimmt man das in Kauf. Ich hatte aber des Öfteren auch schon natürlich mit Freunden, die jetzt vielleicht nicht direkt aus dem Tanzsport kommen oder das nicht so nachvollziehen können, die dann sagen, oh Mann, du hast nie Zeit, du kannst nie und es ist auch irgendwie doof, dass du das nicht dich so oft treffen kannst, zum Beispiel freitags abends mal weggehen, war halt nie drin, weil wir halt immer Freitagstraining hatten, also eigentlich auch egal in welchem Verein, in dem ich jetzt war, es war immer Freitagstraining. Ja, und dann, wenn man halt abends um 11, 11:30 nach Hause kommt, hat man auch keine Lust mehr. Zumal ich tatsächlich auch nie so der Partygänger-Mensch war. Also, genau, wenn dann halt eher mit Freunden getroffen, aber da gab es halt dann so einen Tag in der Woche, wo ich konnte, die anderen waren schon von vornherein belegt. Ja, Das genau. Also ansonsten, ich gehe jetzt noch arbeiten. Jetzt wieder Vollzeit. Ich war vorher in Kurzarbeit. Und studiere noch nebenher. Habe aber jetzt auch ein bisschen weniger Training, wie so noch vor 3, 4 Jahren. Also ich habe einen Tag weniger. Okay, was heißt ein Tag weniger jetzt? Jetzt nur noch 3 Tage. Vorher waren es 4. Nur noch. Zwischendrin. Das ist schon viel. Das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Was studierst du denn und was machst du denn mittlerweile? Mein letzter Stand aus der Ausgabe 4 war, du machst eine Ausbildung als Industriekauffrau. Die ist wahrscheinlich mittlerweile abgeschlossen. Ja, die habe ich schon fertig gemacht. War jetzt zwischendurch bei einer anderen Firma noch gewesen. Da war es aber jetzt mit Kurzarbeit und Automobilbranche ein bisschen schwierig. Da bin ich jetzt auch wieder gegangen, weil da auch einfach nicht so viel zu tun war und ich auch gesagt habe, es ist irgendwie nicht so mein Ding, da jetzt rumzusitzen und zu warten, bis es wieder losgeht. Und bin jetzt seit Montag bei LG Vollzeit und studieren tue ich Wirtschaftsingenieurwesen. Oh, nicht schlecht. Ja. Da hast du ja ein ordentliches Pensum. Dir wird wahrscheinlich auch niemals langweilig werden. Na, jetzt wegen Corona schon manchmal. Na dann, gibt es ja dann noch so tolle Möglichkeiten, wie sich live zu treffen und miteinander zu reden. Genau. Du hast jetzt gesagt, du machst jetzt weniger Training. Das heißt, ist da jetzt irgendwas weggefallen bei dir? Eine Disziplin oder woher kommt das? Nee, also eine Disziplin jetzt nicht. Also ich hatte früher halt, ja, wie gesagt, noch die Jugendklasse mit trainiert, 3 Jahre lang. Es waren halt auch 2 Tage die Woche. Und auch noch ein Solo, was noch an einem anderen Tag lag. Aber die Jugendklasse habe ich ja dann irgendwann wieder abgegeben. Und das Solo hat jetzt gerade aktuell aufgehört, eine Pause eingelegt. Wissen wir noch nicht so. Mal sehen. Genau, deswegen hat sich der Tag jetzt auch erstmal erübrigt. Und jetzt habe ich zweimal Gruppe und einmal Solo-Training. Okay, aber bist du weiterhin noch im Marsch, Polka, noch Solo und im Charakter am Start? Und modern. Und Modern auch noch. Oh. Okay.
Oh, nicht schlecht. Es hat auch jemand gefragt, warte, ich gucke mal kurz nach, wer es war. Steht hier nicht, egal, aber es hat jemand gefragt, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Hast du da einen Sag Plan? ich noch nicht. Also eine bei mir aus dem Verein sagt immer, die holen mich irgendwann im Rollstuhl darunter. Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja jetzt bei uns in der Gruppe Leute mit 30, auch eine noch mit über 40 im Modern drin. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Stimmt. Solo mal schauen. Das ist jetzt ja ein bisschen doof gelaufen mit Corona und so. Ich hatte eventuell in Erwägung gezogen, jetzt nach der letzten Saison aufzuhören, aber dadurch, dass die so doof abgebrochen wurde und die ja jetzt auch nicht zustande kommt, so will ich auch nicht aufhören. Also ich denke mal, das geht vielen so. Ich hatte auch schon mal mit ein paar drüber geschrieben, dass man ja so den Abschluss halt auch nicht möchte, sondern vielleicht lieber mit einer Meisterschaft oder mit einer guten Leistung auch nochmal beenden möchte oder so und nicht einfach mittendrin einen Cut und dann das war's jetzt. Und ich sag mal, also für mich war es immer so, solange ich nicht irgendwie von Saison zu Saison mich verschlechter oder es halt irgendwie irgendwann peinlich wird auf der Bühne, tanze ich auch weiter. Ich weiß, dass ich mittlerweile relativ alt bin, gerade für die Solisten. Ich denke mal, in der Gruppe gibt es viele, die noch älter sind. Also jetzt gerade in anderen Vereinen auch. Bei uns zähle ich jetzt mittlerweile auch schon zu den Älteren, vor allem in den Gardetänzen. Ja, genau, aber Gruppe, denke ich, mache ich auf jeden Fall bestimmt noch eine Weile. Und Solo eben mal schauen. Super, Aber ja. aktuell, genau. Die Konkurrenz wird halt immer jünger. Da wir sind jetzt so bei 18-, 19-Jährigen und dann komme ich ein bisschen später. Ja. Aber es macht noch Spaß. Also ich verstehe mich mit denen ja auch ganz gut und ich denke mal, so lange kann man das auch noch machen. Bist du 24 oder 25 jetzt? 24, fast 25. Also, ich bin ja mittlerweile auch bei 28, fast 29 angekommen und habe in meiner Gruppe 15, 16-Jährige und das matcht trotzdem. Also, wir verstehen uns auch trotzdem Ja, super. Ne? ich Also. finde auch, dass sich der Freundeskreis halt krass erweitert. Also ich habe wirklich alles dabei von, keine Ahnung, 14 bis 33 oder so. Also einfach ein super breites Spektrum. Und ich finde halt, in der Gruppe an sich funktioniert es immer, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem Verein so. Das ist halt, ich meine, die Hauptklasse bei uns fängt ja ab 16 an und danach ist halt offen. Und es gibt viele, die bis Mitte, Ende 20 tanzen und dann ist halt eben so ein Altersunterschied, aber ja, verstehen tut man sich ja trotzdem mit den Leuten, mit den meisten so, ja. Auf jeden Fall. Das Tanzsportherz schlägt ja dann irgendwie in jeder Ja. Brust. Da kommt man immer gut miteinander klar. Genau. Ich schaue mal weiter. Die Julia hat gefragt nach deinem schönsten Moment in deiner Karriere und deinen größten Erfolgen. Ich glaube, mein schönster Moment war so meine allererste Europameisterschaft. Das war, also früher noch, war das so weit weg und damit hätte ich niemals gerechnet. Und da bin ich ja sogar, glaube ich, Vierte geworden. Wobei die Konkurrenz da auch nicht so groß war, wie sie jetzt ist. Also die war in dem Jahr ein bisschen weniger. Aber dieses Gefühl, einfach dort zu tanzen, das war schon überwältigend. Genau, und größter Erfolg halt Masters Cup-Sieger und deutscher Meister. Und halt eben der vierte Platz. Und in dem Jahr hatte ich auch einmal 293 Punkte. Das war auch schön. Habe ich seitdem aber tatsächlich nicht mehr geschafft. Von 300 muss man dazu sagen, Ja. ne? Weil die BDK geht ja bis 500, also 293 Punkte ist schon fast das Maximum. Um das mal noch kurz zu erklären. ich habe dann noch eine ganz interessante Frage von der Lena bekommen. Habe ich so auch noch von überhaupt gar keinem gehört. Wie würdest du dich denn eigentlich selbst beschreiben? Als Tänzerin und gerne auch als Person? Als Tänzerin würde ich sagen, unselbstbewusst. Also, naja, sagen wir so, also ich habe nicht so viel Vertrauen in mich, ich bin sehr kritisch mit mir. Also ich weiß im Prinzip schon, dass ich ganz gut tanzen kann. Also, ne, das kommt schon an, aber ich finde oft auch andere, die tanzen irgendwie schöner oder so, auch wenn die vielleicht wirklich, keine Ahnung, 25 Punkte drunter liegen und ich denke mir, ach, die tanzt aber schön und so bin ich so ein bisschen drauf und privat oder auch beim Tanzen. Ich bin eine sehr ehrliche Person. Das ist auch manchmal nicht ganz leicht, aber ich sage schon in der Regel, was ich denke, ich stehe dann da auch dazu. Also
ja, zuverlässig und so bin ich eigentlich auch. Und ehrgeizig würde ich auch von mir behaupten. Zumindest was das Tanzen angeht. Sonst hätten sich die Erfolge wahrscheinlich auch nicht so eingestellt und nicht so Ja, ehrgeizig. ich denke auch. Aber ich finde das interessant, dass du sagst, du bist total kritisch mit dir selbst und weißt schon irgendwie, dass du gut tanzen kannst, aber dass du da trotzdem irgendwie so kritisch bist. Also finde ich Also es wird mir spannend. immer gesagt, dass ich nie zufrieden mit mir bin. Ich komme halt immer von der Bühne und es passiert, glaube ich, zweimal in der ganzen Saison, dass ich da zufrieden runterkomme von 10, 11 Mal, keine Ahnung. Aber ich bin halt so, was das angeht, so ein bisschen perfektionistisch, würde ich sagen. Und gerade wenn ich dann die Videos sehe und es hat sich auf der Bühne dann noch besser angefühlt, wie es dann letztendlich auf dem Video aussieht, und dann kriege ich schon die Krise und sage, das muss alles besser werden bis zum nächsten Mal. Und ja, versuche halt dann auch daran zu arbeiten. Ja. Aber deine Erfolge erkennst du dann trotzdem an und freust dich schon darüber. Ja, natürlich. Also ich freue mich. Also bei mir ist das meistens so, ab Mitte, Ende März komme ich zufriedener von der Bühne, wie am Anfang. Dann geht's, ja. Soll ja auch Spaß machen. Ja. Die Claudia schreibt gerade, und eine sehr gute Trainerin ist die Kati. Ja, die habe ich mal quasi choreografiert, also richtig trainiert nicht, aber genau. Da habe ich mal einen Tanz gestellt und so 2 Tage mit der ein bisschen geübt. Ich glaube 2, 3 Jahre lang. Genau. Das heißt, so ein bisschen Austausch über den Vereinstellerrand hinaus findet schon auch statt. Genau, also schon auf jeden Fall. Ja. Okay. Dann schaue ich mal weiter. Franzi wollte gerne wissen, also wie siehst du das? Was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen dem DVG und dem BDK? So ein bisschen haben wir es im Mariechenbereich ja schon geklärt. Vielleicht hast du da aber noch andere. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist oder ob sich das schon geändert hat. Ich habe mitbekommen, dass die Tanzmajore nicht alleine tanzen dürfen. Ist das noch so? Ja, es wird jetzt Ja. getestet, soll jetzt getestet Okay. werden. Genau, aber erst auf 2 Quali-Turnieren und auch nicht bis zur deutschen Meisterschaft. Das soll dann eventuell in 2, 3 Jahren kommen. Genau, ja. Also das ist Okay, auf weil also bei uns ist das total egal als Solist, ob das Mann oder Frau oder was auch immer. Also da kann jeder tanzen, wie er möchte. So viele Jungs haben wir tatsächlich nicht als Solisten. Ja, Paare sind ja auch ein bisschen zurückgegangen. Ich würde mal sagen, dass es im BDK schon noch ein bisschen mehr vertreten ist, die Disziplin Paartanz. Also genau. Weil bei uns gibt es da mittlerweile leider echt sehr wenige. Auch an der Europameisterschaft mit den anderen ganzen Vereinen zusammen, da sind auch nicht mehr so viele, wie es früher mal war. Also aus meiner Anfangszeit, da waren schon noch einige in der Hauptklasse aktiv, die haben halt jetzt alle aufgehört. Viel nach von unten kommt nicht. Finde ich auch sehr schade, weil ich habe es mir immer gerne angeguckt. Ich hätte es auch früher mal gern getanzt. Aber ich glaube, dafür bin ich jetzt ein bisschen zu alt. Ja. Man braucht ja auch immer einen dazu, ne? Also, genau. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, der Marsch ist relativ ähnlich zu unserem oder die Garde, ich weiß nicht genau, wie das da heißt. Gibt sich wahrscheinlich nicht so viel. Und ich denke mal, die Schautänze sind auch wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber da ich war noch nie auf einem BDK-Turnier, ich habe keine Ahnung. Das macht das. Das ist echt spannend. Und andersrum auch, also alle BDK-Tänzer, die zuschauen, schaut euch auf jeden Fall mal ein DVG-Turnier an, weil es gibt noch einen großen Unterschied und das sind die Disziplinen. Ihr habt einfach ganz, ganz andere Disziplinen noch. Das Schau-Solo, Schau-Duo. Charakter ist so ein bisschen das, was im BDK der Schautanz ist, also Schautanz-Disziplin. Modern Freestyle, das sind Disziplinen, die es im BDK so überhaupt nicht gibt und Schautanz und Hebefiguren auch nicht. Also als ich das erste Mal gesehen habe, sind mir die Augen aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, das war auch cool. Genau, ja. Also da gibt es schon auf jeden Fall einige Unterschiede. Ja. Anna hat gefragt nach deiner Lieblingsdisziplin. Und nach deinem Lieblingsverein neben deinem eigenen Verein. Okay, also Lieblingsdisziplin ist bei mir schon die Polka.
Macht mir einfach am meisten Spaß. Also ist ja quasi wie Solo halt in der Gruppe. Ich finde aber halt durch dieses Teamgefühl und wenn man halt merkt, ja, es läuft jetzt alles und wenn man dann am Ende zusammen in der Gruppe im Spagat sitzt und sich zusammen dann über die Wertung freut, ist immer noch mal so ein Ticken cooler, wie jetzt beim Solo. Ja, coolster Verein, das ist super schwierig, also in Bezug auf was. So einfach, ich finde es super schwierig. Also ich finde, es gibt viele coole Vereine, so, keine Ahnung. Ich würde so sagen, Klamotten und Ideentechnik finde ich Isenburg mega cool, weil die immer so ein Tick besonders sind irgendwie und auf die Turniere halt kommen. Jetzt mein Lieblingsverein ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, keine Ahnung. Also ich bin mit ein paar Leuten aus Vereinen befreundet, aber so der Verein als sich, also dazu habe ich jetzt so direkt keinen Bezug. Also dazu, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht sagen. Macht ja nichts. Das Herz schlägt ja auch dann immer eher für den eigenen Verein, von daher. Ja, sollte. Ja, wahrscheinlich nicht in dem Verein. Ja. Du hast ja auch zwei, dreimal gewechselt, meine ich, oder? Einmal, also im DVG nur einmal. Okay, dann war ich da falsch. Wie lange bist du jetzt bei Schwarz-Gold? Seit 2013. Okay. Und Also jetzt schon seit ein paar Jahren. war's wieder. Ja, viel Zeit vergangen. Und angefangen mit Tanzen überhaupt hast du wann? Ich glaube, da war ich 8 oder so. Das war bei meinem Turnverein. Die hatten auch so eine Garde-Schautanzgruppe. Also die haben so beides zusammen in einem Tanz getanzt. Da hat mein Papa mich damals zu überredet. Ich weiß noch, der hat mir das alles vorgemacht, so Beine hoch und die machen das und das. Und ich war nicht so begeistert. Bin dann da hingegangen, fand es dann doch ganz cool. Und aus zeitlichen Gründen bin ich dann 2 Jahre später halt nach Nordenstadt, da wo ich auch gewohnt habe. Das war dann mein erster DVG-Verein. War ich auch nicht begeistert von, weil ich fand diese Vorstellung mit Turniere tanzen und Wettkämpfe irgendwie auch doof. Hat mir aber dann nach einem Jahr auch sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch so geblieben. Ja. Musstest so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden. Ja, ich glaub schon ein bisschen, ja. Lustige Geschichte. Mareike hat noch gefragt, wie oft trainiert ihr in der Hauptklasse den Marsch? Also damit seid ihr ja wirklich besonders, besonders erfolgreich. Also bei uns ist es so, jeder Tanz hat 1,5 Stunden inklusive Aufwärmen. Also wir trainieren immer 2 Tänze pro Tag in 2 Tagen. Also jeden Tanz 1,5 Stunden. Von daher würde ich sagen, richtig trainieren tun wir es einmal die Woche. Aber wir machen es auch manchmal, dass wir dann am anderen Tag das noch einmal durchtanzen oder nochmal durchgehen oder wie auch immer. Unsere Trainerin sagt immer, einmal die Woche reicht nicht, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich nur den Marsch tanzen. Das heißt, die haben wirklich nur einmal die Woche Training für Kraft, Dehnung und wie auch immer. Und die sagt dann, es reicht nicht. Und wenn ihr zu Hause nichts macht, dann müsst ihr halt auch nochmal freitags kommen. Und dann machen wir meistens auch nochmal was. Muss man aber auch. Also wir haben ja teilweise 4, 5 Tänze an einem Tag. Wenn wir das nicht auch im Training hintereinander, also trainieren würden, wird es uns auch nichts bringen. Also mir hilft es nicht, wenn ich einen Tanz durchtanzen kann, wenn ich danach noch 3 erledigen muss, das ja, genau. Das stimmt wohl. Wie schaffst du es denn dann an so einem Turniertag, dass du das auch durchziehen kannst? Also, dass du das auch schaffst, einfach bis zum letzten Tanz? Das geht schon. Also ich finde, es gibt manchmal Zeitpläne, die es einem ein bisschen schwieriger machen. Also irgendwie den Modern direkt vom Solo ist schon heftig. Ich finde den Schautanz, also den Charakter ganz am Ende immer entspannt. Also da haben wir ab und zu natürlich auch mal ein Jahr, wo es super auf die Beine geht oder so. Aber ich sag mal, in der Regel würde ich den Schautanz als einfachsten Tanz, was Kraft und Kondition angeht, bezeichnen. Genau. Ich mag es immer, wenn es abwechselnd ist. Also erst in die Hocke und Überschläge, dann Beinchen hoch und dann wieder in die Hocke. Also ich mag das nicht, wenn alle die gleiche Belastung hintereinander kommt, aber aussuchen kann man sich's halt nicht. Da muss man dann durch. Aber man hat ja auch ein bisschen mehr Pausen, wie wenn man es jetzt im Training irgendwie hintereinander wegtanzt. Und ja, ohne Motivation. Und da müssen auch noch 10 andere Leute mit durch. Und dann
geht es schon. Ja. Guckst du dann, dass du wirklich den ganzen Tag, die ganze Zeit immer warm bleibst? Oder wie machst du das? Also es kommt da auch ein bisschen drauf an, wie die Tänze halt sind von der Reihenfolge her. So je nachdem, ich sage jetzt mal, für einen Marsch reicht es jetzt wirklich, wenn ich mich rechts, links in Spagat setze und dann gehe ich da hoch. Und ich sag mal, Rücken und so Geschichten mache ich dann wirklich erst, wenn es dann zu dem Tanz kommt, der es erfordert. Weil ich kann mich nicht fünfmal am Tag warm machen. Also dann ist ja alles komplett ausgeleiert. Da hüpft sich nichts mehr und so. Also ich gucke nach Tanz. Und ich sag mal jetzt im Marsch, die Beine müssen halt bis Anschlag hochgehen. Das heißt, wenn ich im Spagat sitze mit meinem Oberkörper auf dem Boden, dann reicht es. Und dann mache ich da auch nicht so viel mehr. Also ich bin definitiv kein Mensch, der irgendwie 3 Stunden im Spagat im Startbereich sitzt. Also nie. Da habe ich auch gar keine Geduld für. Hier ist so ein kleines Zeichen mit dem Fragezeichen aufgeploppt. Ich gucke mal, vielleicht hat jemand eine Frage gestellt. Nee, warte mal. Was ist es? Wieder eine Frage. Ach so. Nina hat gefragt, sind bei euch immer alle im Training? Schön wär's. Stimmt. Ist mal ein Jahr besser, mal ein Jahr schlechter. Also es kommt drauf an. Ich meine, wenn was super Wichtiges ist oder so, dann ist auch okay, wenn man mal wegbleibt, ja. Gibt natürlich auch Leute, die halt mehrmals nicht im Training sind und sind leider auch oft die Leute, die es halt vielleicht ein bisschen mehr brauchen, als die, die eh immer da sind. Also ich weiß nicht, ob es bei anderen Vereinen auch so ist. Ich sag mal, die Leute, die schon eine ganz gute Leistung bringen und auch wirklich den Ehrgeiz haben und auch viel noch selbstständig üben und machen und tun, haben es meistens weniger nötig wie die, die halt so ein bisschen chillen. Genau. Aber also ich würde sagen, ansonsten, wir haben schon eine ganz gute Trainingsanwesenheit, ist auch ein bisschen besser geworden. Wenn es mal nicht so gut läuft, gibt es eine Ansprache und danach funktioniert es auch wieder. Ich denke mir halt immer, also der Trainer ist auch eigentlich immer da, außer er ist mal im Urlaub oder mal krank, aber der geht auch jede Woche dahin und ich finde gerade Leute, die ein, zwei Tänze tanzen, die können ihre Zahnarzttermine und was weiß ich auch auf irgendeinen anderen Tag legen und dann passt das schon. Ja. Aber es sind selten alle da. Also wir hatten auch schon mal gefühlt das letzte Training vorm Turnier, wo einmal alle da waren. Also ist bei vielen Leuten natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass mal jemand fehlt. Werden dann auch Leute einfach, also werden dann Leute auch rausgestellt, wenn sie es, nee. Also, wir hatten jetzt noch nicht so einen Fall. Ich glaube, jetzt, wenn einer gar nicht mehr kommt, dann, Dann schon. ne, dann vielleicht schon. Aber ansonsten wird auch vorher mal gesagt, hier, du warst jetzt irgendwie schon 4, 5 Mal nicht da und keine Ahnung, leistungsmäßig müsstest du aber jetzt mal kommen. Sonst, also ich könnte mir schon vorstellen, also wenn ich jetzt jemanden in meiner Gruppe hätte und der kommt nicht und ist eh einer von den Schwachen, würde ich vielleicht auch sagen, hier, also entweder du kommst jetzt oder weiß nicht, wir tanzen halt dann mit einem weniger, aber sowas hatten wir jetzt noch nie. Also, dass jetzt irgendwie einer aufgrund von Abwesenheit oder so nicht da war. Okay. Dann hat die Marie eine ganz interessante Frage gestellt. Wie machst du das dann mit den Frisuren, wenn du zum Beispiel Solo hast und danach gleich noch gleich modern tanzen musst? Hatte ich eine Hessenmeisterschaft vor 2 Jahren, da hatte ich einen Tanz dazwischen, also modern. Ein Solo und dann kam ich schon direkt. Also ich bin wirklich vom Bühnenabgang wieder rübergelaufen. Habe meine Frisur komplett gelassen vom Modern, habe einfach nur mein Kleid umgezogen und bin wieder hoch. Also geht natürlich auch nur, das war halt mein pinkes Kleid und das pinkrote Modern-Kostüm, das hat dann auch gepasst. Keine Ahnung, ansonsten hätte ich das farbige Ding einfach abgemacht und wäre halt dann auf die Bühne. Also manchmal geht es nicht anders. Wir haben auch schon ganz oft im Charakter dann von den Gardetänzen einfach irgendwas noch drüber geklatscht, weil du manchmal einfach keine Zeit hast. Ja. Muss dann Also, irgendwie sein. ja. Ja. Aber Sehr, irgendwie geht's immer. Also, egal wie stressig es ist. Ich bin da auch eigentlich eher immer ruhig. Meistens, von daher. tja, was anderes macht ja auch keinen, also, ne, was anderes bringt es ja auch einfach nicht, wenn man sich da dann Ja. irgendwie stresst. Das ist dann eben nur mal so und dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Das kleine Fragezeichen ist nochmal aufgeploppt. Kommt das bei dir eigentlich auch? Nee, okay. Findest du auch, warte mal, findest du, oh, krass. Ah, jetzt sehe ich auch. Ja, jetzt siehst du es auch. Okay, findest du auch, dass gerade die hessischen Turniere immer sehr, sehr voll sind? Ja, definitiv. Aber ich würde mal sagen, das liegt auch überwiegend daran, weil einfach
gerade die Gardetanzvereine überwiegend aus Hessen kommen. Schautanz ist ja ein bisschen mehr Richtung Bayern, da unten gerade die Schau mit Hebefiguren oder Rheinland-Pfalz. Ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber zum Beispiel, wir haben ja jedes Jahr so ein Doppelturnier in Hochheim. Ist ja auch super beliebt, also da ist ja immer voll bis auf den letzten Tanz und Warteliste bis, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Das ist halt ja meistens Ende Januar, wo wirklich alle Gruppen auch aufs Turnier gehen. Also wir haben ja als Gruppe jetzt keine Pflicht, dass wir im November schon irgendwas tanzen müssen. Die meisten gehen dann doch erst im Januar oder Ende Dezember raus. Ich denke mal, es liegt dann halt an der Zeit, dass die dann auch, also wir haben ganz oft dann auch, ich weiß nicht, Rottgau und so in dem Zeitraum vom Januar, die halt einfach, wo der Zeitraum auch beliebt ist. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, weil halt einfach die meisten Vereine von hier kommen. Also ich finde, das Rhein-Main-Gebiet hat schon sehr, sehr, sehr viele Vereine. Also hat man ja wirklich in jedem Ort irgendeinen Verein, der tanzt. Das stimmt. Hessen ist echt richtig krass, DVG-Gebiet auf jeden Fall. Allein schon in, also in Frankfurt gibt es ja schon zig Vereine, die am DVG, also beim DVG mitmachen. Ja. Hochheim war auch mein erstes DVG-Turnier, fällt mir gerade ein. Da habe ich auch das erste Mal geschaut. Alicia fragt, wie ist denn das Training vor Europameisterschaften bei euch? Also müsst ihr dann auch jeden Tag trainieren? Wahrscheinlich fragt sie so ein bisschen, ob ihr dann anzieht oder ob das so ist. Also bei uns ist es meistens so, es kommt natürlich darauf an, ob sie jetzt in Deutschland ist oder in einem anderen Land. Wir haben dann meistens mittwochs Training und fahren freitags abends mit dem Bus zur Europameisterschaft, weil ja dann samstags die Jugendklasse tanzt und wir dann sonntags. Manchmal machen wir es noch so, dass wir dann den Freitag quasi auf Dienstag oder Donnerstag verlegen. Klappt aber natürlich auch nicht immer. Wir haben ja auch nicht zig Hallen zur Verfügung oder Zeiten, die wir dann irgendwie ablegen können. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen mehr so nach dem Motto, wir hatten das ganze Jahr Zeit zum Trainieren und dieses eine Training vielleicht oder zwei, also es macht es dann auch nicht mehr aus. Also wir trainieren schon dann ganz normal weiter, aber wir geben uns da jetzt irgendwie keinen Stress und sagen, ja, jetzt ist eine Training, da müssen wir jetzt nochmal reinhauen, damit wir da irgendwie jetzt noch einen Ticken besser sind. Also ich glaube, das bringt auch nichts. Also so diese gerade diese Woche vor der Europameisterschaft, was will man da noch groß? Da hatte man lang genug Zeit für und ja. Also ich sehe es eigentlich im Gegenteil, dass man vielleicht die Woche vorher lieber ein bisschen ruhig macht, damit sich nicht vielleicht im letzten Ja. Moment jemand verletzt. Ja, weil wie du es gesagt hast, man hat das ganze Jahr über Zeit gehabt und die letzten 2, 3 Trainings machen den Kohl dann auch nicht mehr fett, außer man muss natürlich irgendwas umstellen. Dann wird es natürlich ein bisschen Ja, stressig. gut, das passiert ja leider manchmal. Aber wir haben meistens das Glück, das passiert erst auf dem Turnier und dann. Was so ein Glück ist, ich weiß ja nicht. Ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass irgendjemand kurzfristig ausgefallen ist und ihr dann am Turnier noch umstellen musstet? Ja, hatten wir zweimal. Zwar vorletztes Jahr ist eine nach Polka umgekippt. Da haben wir den Marsch mit einem weniger getanzt. Ging noch ganz gut, sie war relativ groß, stand relativ weit am Rand, da ist jetzt nicht so viel umgestellt worden. Dann hatten wir eine, die hat sich von, ich weiß nicht, Samstag auf Sonntag irgendwie am Fuß verletzt. Da haben wir dann auch am Turnier noch umgestellt. Ja, gerade Marsch von einer geraden auf eine ungerade Zahl ist manchmal schwierig, ne? Je nach, ob man viel mit Pärchen hat oder so. Ja, aber ich meine, auch das kriegt man irgendwie immer hin. Ist nicht so ganz optimal, gerade wenn man dann auf der Bühne halt nicht einfach sein Programm abrufen kann, sondern halt wirklich noch denken muss, oh, ich muss jetzt das anders machen und da muss ich die andere Version tanzen und da muss ich jetzt vorwärts und nicht rückwärts laufen. Aber haben wir alle schon durch? Ja. Geht auch. Irgendwie geht's immer, ja. Ja. So, dann haben wir noch. Ach ja, das wollte Mareike auch noch wissen. Wann fangt ihr mit dem Training für eine neue Saison an? Und wa bis wann steht dann die Choreo? Auch unterschiedlich, also unterschiedlich pro Tanz, würde ich sagen. Anfangen tun wir immer so Anfang Mitte Juni wieder. Also meistens Anfang Juni, manchmal kommt auch noch irgendwas dazwischen. Planen dann halt entweder Anfang Mitte Dezember rauszugehen oder im Januar. Da kommt es auch noch mal immer ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, die Gardetänze sind immer relativ schnell fertig. Gerade weg.
Aber ich gehe bestimmt gleich wieder. Jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich wieder. Ich bin wieder da. Also Gardetänze gehen relativ schnell, würde ich sagen. Also wenn wir da wirklich durchziehen, geht das in 5, 6 Wochen, sind die eigentlich fertig. Schautänze dauert meist ein bisschen länger. Die sind natürlich auch länger. Also unser Modern geht ja auch fast 2 Minuten länger wie jetzt so eine Polka oder so. Das heißt, wir haben mehr Schritte, die sind auch meistens ein bisschen komplizierter. Also da, ich finde, das setzt sich halt nicht so aus Standardschritten zusammen, die man so kennt, wo dann halt mal ein anderer Arm ist oder wie auch immer, sondern es ist immer was komplett Neues. Das dauert natürlich auch ein bisschen länger. Es wird viel mehr ausprobiert, an was cool aussieht oder wie auch immer. Schautanz mit Kulisse und Kostümen und wie auch immer, das dauert auch meistens ewig. Also da sind wir auch manchmal bis kurz vor knapp noch am Werkeln, genau. Aber ich sag mal, grob bis zum Trainingslager, das ist meistens so November, Oktober, ist es schon überwiegend durch. Okay. Das heißt aber, ihr macht schon nach der deutschen bzw. Euro, je nachdem, wie weit es geht, eine kleine Pause bis zum Sommer. Also immer so 4, 5 Wochen oder so. Aber das braucht man auch, finde ich. Ja, trefft ihr Also. euch gar nicht oder trefft ihr euch dann irgendwie nur zum Quatschen? Also wir haben uns dann eigentlich meistens gar nicht getroffen. Also 4 Wochen ist wirklich einmal Pause. Da kann jeder machen, was er will, und dann trifft man sich wieder. Ja. Ich finde das gut und ich finde das auch wichtig. A, man ist sich am Ende einer Saison doch, wenn man so oft miteinander zu tun hatte, vielleicht mal auf den Sack gegangen. Da kann man mal so ein bisschen wieder die Gemüter beruhigen. Und finde ich, man kann sich einfach total gut regenerieren. So 4 Wochen, die tun dir ja nicht weh. Wenn du sportlich bist und gut gedehnt bist, dann sind 4 Wochen, ja, ist eine schöne Regenerationszeit. Und wenn du vielleicht so ein bisschen Verletzungen noch auskurieren musst, sind es auch in der Zeit. Ich finde das gut. Man muss das gar nicht Also ich machen. bin auch gerade mit Verletzungen, weil es ja oft so, wenn irgendwas in der Saison passiert, ne, und vielleicht kurz vor den Meisterschaften, dann sagt man ja, komm, das, das und das, das schaffe ich jetzt auch noch und danach kann ich ja Pause machen oder so, hatte ich auch schon. Und dann, ne, die Euro zieht man dann noch irgendwie durch und dann Pause und Regeneration. Ich glaube, das ist auch wichtig für den Körper. Also bei uns ist auch ganz oft so Februar, März so ein kleines Tief. Also wo man auch irgendwie gerade nicht so Motivation hat und die Musik hängt einem zum Ohren raus und genau. Aber ansonsten, also ich finde die Pause auch auf jeden Fall gut. Aber jetzt nicht, weil mir irgendwelche Leute auf den Sack gehen. Also ich finde es einfach mal schön, dann kurz Pause zu haben. Man hat ja dann doch mit den Meisterschaften, wir haben die auch ganz, ganz oft wirklich 3 Wochen hintereinander, Hessen Deutsche Euro, ohne Pause, haben wir auch schon gehabt. Oder mit einer Woche Pause oder so. Da ist man auch mal froh über ein Wochenende, Bestimmt. was man hat. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist die aktuelle Situation. Die Claudi fragt jetzt nämlich gerade, trainiert ihr zurzeit über Online-Portale eure Tänze und wenn ja, wie? Also wir haben das gemacht beim ersten Lockdown. Da war ja irgendwie auch 2, 3 Monate gar nichts mit trainieren. Da haben wir ein bisschen Workout gemacht und genau, haben wir dann auch, wir haben ja von der Jugendklasse auch wieder neue Leute hochbekommen. Die haben wir dann so ein bisschen eingeführt und haben dann auch angefangen, Tänze zu stellen und zu machen. Jetzt gerade dadurch, dass die Saison nicht stattfindet, ich weiß noch nicht, ob was passiert. Soweit ich weiß, machen wir jetzt, soll ja erstmal nur 4 Wochen gehen, machen wir jetzt nichts. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil, also es geht dann halt frühestens mit den Turnieren nächsten Dezember wieder los. Also es ist jetzt auch echt noch ein bisschen Zeit. Wir hatten ja jetzt zwischendurch auch Training, da haben wir auch ein bisschen trainiert. Jetzt nicht wirklich Kondition und Kraft, aber halt einfach unterschiedliche Sachen. Haben auch versucht, noch ein bisschen auf Abstand zu bleiben, weil wir eben sehr viele Leute sind. Obwohl man sich ja theoretisch wieder anfassen durfte, wir haben es nicht gemacht, weil wir einfach viel zu viele Leute sind. Genau. Aber so ansonsten haben wir das gemacht, aber ich glaube, jetzt gerade hat es für uns einfach keinen Sinn. Mir persönlich hat es auch nicht so Spaß gemacht, sich vor ein Handy zu stellen und irgendwelche Liegestütze zu machen. Also ich bin eh so ein Mensch, ich tanze gerne und ich hasse Krafttraining und ja. Ja.
Wie ist das? Wolltet ihr an der Turniersaison teilnehmen oder hattet ihr schon von vornherein gesagt, dass ihr es nicht machen wollt? Also unsere gesamten Gruppen haben sich eigentlich ziemlich direkt dagegen entschieden. Zum einen, weil halt die Schüler- und Jugendklasse muss ja hingefahren werden und wieder abgeholt werden. Und das Konzept hat ja wirklich vorgesehen, hinkommen, tanzen, wegfahren. Also kein Umziehen, kein Schminken und nix. Genau, heißt, wir hätten halt, man wusste ja auch nicht, wo man dann eingeteilt wird, ob weiter weg oder näher dran. Und halt Eltern zu motivieren mit, fahr doch mal 3 Stunden dahin, wart eine halbe Stunde und fahr 3 Stunden wieder zurück und guckst dir nicht mal an, weil du darfst nicht in die Halle. War halt überwiegend der Grund. Wir in der Hauptklasse sind halt, wie gesagt, sehr viele Leute. Wir hatten auch öfter mal so einen Verdachtsfall. Genau, und dann haben wir halt auch gesagt, gut, jetzt ist halt mal eine Woche kein Training, bis das Ergebnis da ist und bis wir Bescheid wissen. War jetzt zum Glück nie was, aber hätte ja sein können. Und gerade wir paar Leute mit Verbindung noch in die Schüler- und Jugendklasse, das hätte ganz schön schnell ne, was nach sich ziehen können. Deswegen haben wir dann gesagt, nee, lassen wir, weil in so einer Saison mal eben 2 Wochen kein Training oder eine Woche ist auch nicht so optimal. Genau, und bei uns hängen halt alle Gruppen zusammen, weil halt die ganzen Hauptklasse-Tänzer halt die anderen Gruppen und Solisten und so trainieren und die sich alle gegenseitig irgendwie Kontakt haben. Haben wir gesagt, wir lassen es. Und die Solisten wollten auch nicht tanzen. Also ich war die Einzige, die getanzt hätte. Aber es wurde ja dann jetzt eher abgesagt, weil es einfach viel zu wenig Tänze waren. Also es haben sehr, sehr viele noch abgemeldet im Nachhinein. Ja, das habe ich auch schon gehört. Die haben sich so, also die haben ja wirklich wochenlang irgendwie getüftelt und irgendwie war es dann aber doch nicht so das Wahre, weil dann nach und nach so viele gesagt haben, nee, so dann vielleicht lieber doch nicht. Also ich kann es verstehen. Ich glaube, dieses ohne Publikum tanzen und so ist nicht jedem seins, gerade als Solist. Also es ist halt dann schon ein bisschen trostlos. Ich bin halt jemand, ich tanze ganz gerne allein, also so im Training möglichst wenig Leute und dann läuft es meistens am besten. Von daher für mich wäre es jetzt nicht so das Drama gewesen. Ich bin eh in meiner Box, wenn ich auf der Bühne stehe. Also ich kriege nichts mit, ich sehe keine Wertungsrichter, keine Menschen. Ich bin wirklich komplett für mich. Hätte es halt auch eher gemacht, so wirklich auch Spaß am Tanzen, um halt so ein bisschen Ehrgeiz zu haben, um was zu trainieren, weil ich finde, so komplett ohne Ziel, also für mich ist nächstes Jahr November zu weit weg, jetzt irgendwie zu trainieren, macht halt irgendwie auch keinen Spaß und so hätte man halt, keine Ahnung, dreimal das zeigen können, auch wenn es jetzt vielleicht nur einer Jury gewesen wäre. Deswegen hätte ich es halt einfach gemacht. Ich habe auch gesagt, wenn ich dann doch keinen Bock habe, irgendwo hinzufahren, dann lasse ich es halt. Also, keine Ahnung, genau. Aber also ich hätte es mitgemacht. Ich hätte es probiert. Wäre vielleicht auch ganz lustig gewesen. Also es hätten ja ein paar mitgemacht. Genau, hat halt da nicht gereicht, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, spannende Erfahrung wäre es auf jeden Fall gewesen. Kurze Eigenwerbung an der Stelle, was der DVG eigentlich vorhatte, lest ihr in der nächsten Ausgabe. Da sind wir auch nochmal, haben wir auch ein bisschen das Turnierkonzept nochmal aufgegeben, was da der Plan war und so. Genau, das führt jetzt vielleicht so ein bisschen zu weit, um das alles noch zu erklären, was eigentlich geplant war. Ja, ich habe noch ein paar Fragen auf meinem Zettel stehen. Deine liebste Schwierigkeit wurde noch gefragt. Einhändige Geschichten, also egal ob vorwärts oder rückwärts, und schwierige Sachen mache ich gerne. Was gerne. Schwierige Sachen mache ich gerne, ja. Also ich übe gerne Sachen und wenn sie klappen, finde ich es cool. Und am meisten Spaß macht es mir, irgendwas einhändig auszuprobieren. Also das ist so mein Favorite, würde ich sagen. Alles, was irgendwie über Kopf ist, macht auf jeden Fall am meisten Spaß. Ja, da spricht die Solotänzerin aus dir. Das ist für mich einfach überhaupt nichts. Ich hatte so einen Schiss, dass ich da irgendwie einbreche mit einem Arm. Also, nee. Aber deswegen bin ich ja auch keine Solistin. Lisa Sophie hat auch noch eine ganz interessante Frage gestellt. Vielleicht ist das auch ein schöner Abschluss. Und zwar möchte sie gerne von dir wissen, wie du es findest, dass man mit Tanzen kein Geld verdienen kann, aber Fußballer Millionäre sind. Keine
keine Ahnung, doof. Aber ich weiß auch nicht, ob ich damit Geld verdienen wollen würde, weil dann ist es ja auch eine Art Beruf oder so. Und ich finde es immer schwierig, wenn man sein Hobby in so einen Zwang umwandelt. Also es ist ja dann doch oft so, dass man dann halt auch nach Leistung bezahlt wird. Also ich weiß nicht, ob es mir dann noch Spaß machen würde, wenn ich wüsste, ich kriege jetzt nur mein Geld, wenn ich Erste werde oder so. Also ich, keine Ahnung. Das Einzige, was ich ziemlich schade finde, ist, dass unser Sport halt relativ unbekannt ist. Und wenn man halt sagt, ich mache Gardetanz oder so, kommt, ach, du hüpfst da ein bisschen rum. Dass ich da aber 3, 4 Mal die Woche in der Halle stehe, meinen ganzen Tag da verbringe, das, ne, das weiß halt keiner. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich glaube, Geld verdienen würde ich damit nicht wollen. Ja. Wobei es halt auch kein günstiger Sport ist, ne? Also ich denke mal, das ist auch in jedem Verband so mit Kostümen und Startgebühren und so. Jeden Fall, ja, das ist schon alles nicht ganz günstig. Alleine so ein Kostüm und so Stiefel und die Musik und so, ne? Das, ja, muss man wollen. Okay, ja, an der Bekanntheit arbeiten wir, ne? Mal schauen. Aber ich glaube, es hat sich auch schon, ja, es hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan und schon gebessert, Ja. aber wir weiter dran. Okay. Na dann würde ich sagen, ich habe alles, was auf meinem langen Zettel stand, gefragt. Was kommt hier noch? Im BVG wäre man altersmäßig auch relativ früh arbeitslos. Das ist wohl richtig. Überhaupt als Tänzer, ne? Also auch wenn Ja du gut, Beruf. Fußballer machen nicht viel länger. Ja, stimmt. Machen wir. So 30 sind die magische Grenze irgendwie im Leistungssport. Ja. Funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, je nachdem. Da treffen wir uns dann in 10 Jahren nochmal und fragen dann nochmal nach, wie es so läuft. Können wir machen. Alles klar. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. War sehr schön, mal wieder was von dir zu hören. Und vielleicht sehen wir uns dann ja bei einem der nächsten Turniere Ende des nächsten Jahres oder Anfang des übernächsten Jahres. Wir werden sehen. Ja, ich hoffe so schnell wie möglich. Alles klar. Dann hab noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, du auch. Wir Ciao. So, das war's. Das war der zweite Garde und Show Talk bei Click to Dance 2.0. Freue mich, dass ihr alle dabei wart und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und zwar haben wir nächste Woche was vor. Wir haben nun die Talks auf die Mittwoche, was ist die Mehrzahl für Mittwoch? Egal, auf jeden Mittwoch gelegt. Und nächste Woche Mittwoch ist ja der 11.11. Und da haben wir uns überlegt, wen können wir einladen? Was können wir machen? Und mir ist nicht so richtig was eingefallen. Was wäre alles irgendwie so, ja, wen soll es denn nehmen am 11.11.? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade euch ein. Euch alle. Und zwar könnt ihr euch als Verein, als Tanzgruppe, also mit eurer Vereinsseite oder eurer Tanzgruppenseite gerne anmelden. Und jeder kriegt dann so einen Slot von, weiß ich nicht, 2 bis 5 Minuten live, um sich kurz vorzustellen, mir zu erzählen, wer ihr seid, was ihr macht, welche Art von eurem Tanzsport, von unserem Tanzsport ihr betreibt. Und ja, dann würde ich gerne am 11.11. 19 Uhr quer durch Deutschland schalten mit euch allen und bin ganz, ganz gespannt, wer mir da alles gegenüber sitzen wird. Also, könnt euch gerne anmelden. Infos gibt es dann, wie es genau laufen soll und so in der Nachricht. Also schreibt einfach kurz und dann seid ihr eventuell mit dabei. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Am Wochenende haben wir ja auch noch mal einiges geplant. Ein Podcast wird rauskommen und es gibt natürlich wieder den Click-to-Dance-Workshop am Sonntag. Wer eure Dozentin oder euer Dozent sein wird, verraten wir euch noch. Das läuft ja dann über DanceFit. Und dann freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.